Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Folge 8. Ja, in der letzten Folge, mein Gott, warum ist es denn so dunkel schon wieder? Ist ja unglaublich. Mein Gott, war das spannend in der letzten Folge mit dem... Alter, warum beschlich ich denn jetzt diese Brille so? Okay, ich kann das Ei gar nicht kochen, das ist natürlich auch sehr interessant. Aber das Fleisch, ich wollte mir noch so ein Steak in die Pfanne hauen, bevor wir jetzt heute losziehen. Ja, wir haben ja den... Alter, was ist denn hier los, ey? Das ist doch voll die Wichsgriffel auf dieser scheiß Pissbrille. Wir haben in der letzten Folge haben wir... Moment, just a moment. Wie mein Schreibtisch schon wieder aussieht. Ist unglaublich. Wir haben... I'll be back. In der letzten Folge haben wir den Maya-Tempel gefunden. Unglaublich, aber war echt. Wir haben so einen Maya-Tempel gefunden. Und ich gedenke, da wieder hinzugehen, dass wir da ein wenig... ja, ein bisschen werden wir da die Höhle erforschen. Dazu muss ich aber erst... Alter, diese Brille, ne? Die ist... Alter, die stört wohl. Hallo, ich bin's, der Udo. Alles klar bei dir? Wir nehmen gleich den Sonderzug nach Panko. So, das Fleisch ist fertig. Und wir haben auch jede Menge Fleisch verloren, weil wir so viel mit hatten. So. Können wir nochmal hier das scheiß gammelige Fleisch wegschmeißen. Das ist übrigens das, was bei Aldi immer an der Theke liegt. Also in der Wursttheke. Das Fleisch. So. Ja, Fackeln. Was brauchen wir denn? Ach, Kohle. Kohle haben wir genug. Kohle haben wir genug. Kohle haben wir genug da. Weil da unten ist ja ziemlich dunkel. Oh, und das war so eine Scheiße mit den Scheiß-Wichs, mit den Scheiß-Wichs-TNT, weil ich gerade hier TNT sehe. Das gibt's überhaupt nicht. Wie viel TNT da unten auf einmal war in dieser Scheiß-Drecksfalle. Das ist unglaublich. Aber wie ich ja so schon sagte in der letzten, in der letzten Folge, wäre man Minecraft-Profi... Also ich nicht, ja, du vielleicht, du auch, ja, oder du, aber ich nicht, hätte das gewusst. So, was haben wir, eine Spitzhacke, eine Axt, eine Schaufel können wir noch gut gebrauchen. Haben wir noch eine Schaufel irgendwo rumfliegen, die wir noch irgendwie mitnehmen? Ja, hier haben wir noch eine Schaufel. So, da haben wir, glaube ich, alles. Wir haben was zu essen, 6 reicht das? Ja, ich glaube, ich werde nochmal... Da haben wir noch was Rohes drin, ja. Das werden wir nochmal eben auf dem Grill kloppen. Und da haben wir auch noch Fackeln, die nehmen wir auch noch mit. Je mehr Fackeln, desto besser. Weil dann ist nämlich nicht ganz so dunkel da unten drin. So. Eben das Fleisch in die Pfanne kloppen. So. Und darauf warten, dass es fertig wird. Weil dann werde ich, glaube ich... Ich weiß nicht, wie wir das... Mein Gott, es ist dunkel. Ist es schon Nacht? Ist es wirklich schon Nacht? Ich weiß es gar nicht. Gehen wir jetzt erstmal gleich zu den Mayas und sagen Peace, Peace, Bruder. Manchmal habe ich echt das Gefühl, der Ofen fängt Feuer. Sieht so ein bisschen danach aus, wie gut, dass mein Haus nicht aus Holz ist. Ja, viele Freunde von mir, auch Zockerkollegen, die werden jetzt, wenn die die Folge sehen, die werden jetzt natürlich sich total kaputt lachen, weil ich hatte mal in einem Minecraft... Spiel mit den Freunden, mit denen ich zusammengespielt hatte, mal ein riesen Holzhaus gebaut. Ja, und irgendeiner meinte dann zu mir, ja, erstell mal ein Feuerzeug, wir haben ja jetzt genug Utensilien dafür. Gib mir niemals ein Feuerzeug in der Hand, wenn ich in einem Holzhaus stehe. Das ganze Holzhaus ist einfach nur abgefackelt. Alter, dieses ganze Haus war auf einmal weg. Das war total weg, war das. Das gab's nicht mehr, das existierte nicht mehr, dieses Holzhaus. Das ist unglaublich. Ich hatte nur einmal nur, fupp, und dann, ja, geht ja, funktioniert ja. Dabei habe ich aber gar nicht bemerkt, dass die Decke anfing zu brennen und bin dann ganz lustig zu meinem Kumpel dahin und habe ihm das Feuerzeug überreicht. Auf einmal komme ich zurück und die ganze Bude stand lichterloh in Flammen. Das ist unglaublich. Deswegen werde ich, glaube ich, hier versuchen, so gut es geht, aus Steinen das Haus zu bauen. Falls ich mal ein Feuerzeug besitzen sollte, wie auch immer. So. Lalalalala. La 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 la. So, jetzt haben wir genug Fackeln. Jetzt haben wir auch Schwerter, Axt, Spitzhacke,
Ich weiß gar nicht, wofür wir die Axt eigentlich mitnehmen, weil Holzhacken da unten wird, glaube ich, eh nichts werden. Außer da unten wachsen Bäume. Man weiß es ja nicht. Ja? Die berühmt-berüchtigten Höhlenbäume. Ja, die kennt jeder von euch. Ja, die wachsen immer in Höhlen. So. So, zack, zack, zack. So. Achso, und da wollte ich ja auch noch. Das habe ich mir übrigens. Es steht immer noch hier. Ja, das ist immer noch hier aufgeschrieben. Ich hatte mir aufgeschrieben: schwebender Block. Ja, interessanter Ort. Nicht vergessen. Memo an mich. Interessanter Ort. Ganz wichtig. So. Alle hopp, 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 so, zack, 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 zack. Mein Gott, wenn das nicht so weit wäre, immer, könnte man unterwegs noch irgendwie irgendwas erleben oder so am Dorf vorbei tingeln, vielleicht sich unterwegs noch ein Eis holen, ja. Wie gesagt, das nächste wäre, glaube ich, wenn wir ein Dorf finden würden, das wäre echt cool. Das wäre echt der Hammer. Ich hoffe euch, also wie gesagt, ihr müsst mir das auch sagen. Ja, also schreibt das ruhig. Traut euch was unter die Kommentare zu schreiben. Ja, auch wenn es vielleicht jetzt nicht so viele sind, die meine Videos verfolgen. Erstmal vielen, vielen Dank. Erstmal recht herzlichen Dank an die 7, ja, die meine Let's Plays verfolgen. Und wollte ich einfach mal mich mit diesem Video jetzt hier dankbar zeigen. Ja. Nein, ihr müsst das ruhig. Ruhig die Leute, die wirklich intensiv meine Videos gucken, bitte schreibt es echt in die Kommentare. Dann kann ich auch eingehen auf eure Fragen und Wünschen, wenn ihr da Interesse habt. Die irgendwie sagt immer, mach mal da und da, bau mal ein Haus als nächstes oder keine Ahnung, whatever you mean. Und wie gesagt, sagt das einfach. Ach, guck mal an, hier ist ja schon die Öffnung. Ich habe gedacht, dass wir da gar nicht... Ja, das ist ja praktisch. Dann bauen wir einfach hier die Scheiße weg und dann haben wir das. Höhö. Ich glaube, ich könnte mir das echt gut vorstellen, wenn Udo Jürgens so wirklich so hingeht, so zu, wenn irgendwann mal so eine Invasion an Aliens so auf die Erde stürmt. Ja, ich glaube, dann würden sie sogar Udo Jürgens, würden sie, glaube ich, nicht Udo, ach, wie komme ich denn auf Udo Jürgens? Udo Lindenberg, Entschuldigung, alles Gute, Udo, da oben. Udo Lindenberg, meine ich. Dann würden sie sofort Udo Lindenberg dahin schicken, ja. Und dann würde erstmal der gehen. Hallo Freunde. Peace. Fahren wir mit einem Sonderzug jetzt nach Banco. So. Wieso sag ich denn Udo Jürgens? Ich bin auch voll Banane. Banane, Banane. So, jetzt haben wir genug Fackel. Alter, ist das dunkel hier. Es ist ja unglaublich. Ich sehe überhaupt nichts. Ich hoffe, ihr seht mehr wie ich. So, Fackel hin. Fackel hin, dann weiß ich ungefähr, da ist. Genau, da ist Ausgang. Und war das jetzt hier, wo ich gesehen habe, oder war das jetzt hier? Hier war das, ne? Alter, ich sehe gar nichts. Alter, ich sehe überhaupt nichts. Oh, 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 Kundschaft. 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 Oh, und sofort den kleinen Pillemann mitgebracht. Guckt euch den an. Sofort den kleinen Pillemann. Alter, wie willkommen. Was ist er denn für einer? Voll der Ha. Voll der Ha. Ha. Ha, Zombie. Ha. Geh weg. Geh weg. So. Darf ich denn jetzt mal hier ein paar Fackeln hinsetzen, damit ich hier in der Bude auch mal was sehe? Ist ja total duster bei euch. Und irgendwo hatte ich da oben ist Eisenerz. Wie soll ich denn da bitte drankommen? Werd mal weiter. Hier weit. Ding, 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 ding. Weihnachten vorbei. Da ist Kohle, die nehmen wir mit. Kohle ist gut, Kohle kann man gut gebrauchen. Sag ich einfach Udo Jürgens, der Hammer, ey. Entschuldigung. Ich meinte natürlich Udo Lindenberg. Ja, irgendwo kommt einer, ich höre ihn schon. So. Komm her, Brauner, wo bist du? Da ist er. Was macht der denn da oben in unserer Kohle-Ecke? Geh weg, ist meine Kohle. Geh weg, 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 weg. So. Da ist auch Eisenerz, sehe ich gerade. Das ist gut. Wir haben echt eine gute Stelle hier gefunden, finde ich gerade. Die können wir echt hier sehr geil abbauen. Ich höre schon wieder ein. Kohle, 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 Kohle. Jede Menge Kohle. Wenn es mal so einfach wäre, echt so Kohle zu verdienen.
Warum konnte ich denn nicht springen? Der müsste eigentlich jeden Moment bei uns sein, ne? Vor allem, wo ist der? Alter, ich sehe... Ich sehe überhaupt nicht. Geh einfach sterben. Geh sterben, so wie deine anderen Kollegen auch. So. Da, Eisenerz. Ja, jede Menge Eisenerz. Eisenerz, 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 Eisenerz. So, auch Eisenerz. Ja. Wow. Damit... Aua. Damit hätte ich jetzt mal nicht gerechnet, dass das so schnell runterfällt alles. So. Ist da noch mehr? Da oben ist noch... Oh, da oben ist noch jede Menge Kohle. Wahnsinn. Ich werde aber weiter mal in die Hülle hineintreten. Oh, das hört sich echt so verdammt nach... Oh, das ist ja eine wahre Goldmine hier für uns. Das ist ja unglaublich. Das ist ja echt eine wahre Goldmine. Unglaublich. Unglaublich, aber wahr. Wow, cool. So, dann fangen wir mal an, würde ich sagen. Krass. Ich hoffe, ich habe so große Taschen überhaupt mitgenommen zum Einkaufen hier. Ist ja unglaublich. Habe ich überhaupt noch eine andere Spitzhacke mit? Meine Güte. So viel Kohle. Ich glaube, wir werden gleich Besuch bekommen. Ja, da hinten steht er schon. Aber der traut sich noch nicht so richtig, glaube ich. Ich glaube, der traut sich noch nicht richtig. Na komm. Komm her. Komm. Na komm. Warum will er denn nicht? Das ist mit ihm nicht in Ordnung. Bestimmt, wenn ich mich jetzt gleich bewege, dann steht er hinter mir. Wow. Okay. So. Also warum der andere da festbackt, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. So, geh sterben. Geh sterben. Sehr schön. So. Was der da hat, weiß ich nicht. Ist mir auch Latte. Erstmal hier jetzt weiterarbeiten. Bisschen. So, sehr schön. Vielleicht geht er jetzt unterirdisch irgendwo lang. Und taucht dann irgendwo gleich auf. Ich sehe es jetzt schon kommen. So. Ein bisschen so die Fackeln verteilen. Damit ich... Na, so. Ich ungefähr weiß und ein bisschen mehr was sehe. Weil ich sehe, weil es ist so dunkel. Es ist unglaublich. So, da ist Wasser. Wasser ist zum Waschen. Wasser habe ich ganz schlechte Erfahrungen im Let's Play. So in Minecraft. Ich glaube, ihr wisst doch warum. Alter Falter, hier ist ja echt ein Paradies. Das ist ja mal echt ein Paradies. Jetzt mal ganz ehrlich. Das ist mal voll das Schlawachen, genau. Reflex. Schlaraffenland von Ressourcen. Ist ja unglaublich. Das Wasser geht mir schon wieder auf den Keks. So, ich verpflanze jetzt einfach mal hier alles so. Alles so rein. Krass. Jede Menge Kohle. So. Okay. So, muss auch passen, dass wir die Kohle hier auffangen. Ja, sehr schön. Dass nichts auf den Kopf fällt irgendwie. So. Die Kohle nehmen wir natürlich auch mit. Je mehr, desto besser. Das mit dem Wasser ist schon wieder zum Kotzen. Ich hasse Wasser. Das ist, erstens ist man da so langsam und zweitens nervt es nur. Zweitens nervt das Wasser nur. Die Frage ist, wo gehe ich jetzt lang? Weil darunter möchte ich jetzt nicht unbedingt. Das ist irgendwie so zu gefährlich, finde ich persönlich. Ich höre eine Spinne. Hallo? Ich bin alleine. Hallo? Ich weiß, viele werden jetzt wahrscheinlich wieder sagen, Alter, du findest da nie im Leben raus. Werde ich auch nicht. Ich folge einfach nur mal den Fackeln, wenn ich sie wiederfinde. Alter, wir können uns mit Kohle gleich totschmeißen. Ich würde mal gerne mal ein bisschen mehr Eisenerz finden. Oder sehe ich es einfach? Oder bin ich einfach zu blind, es wieder zu finden? Zu sehen. Weil ich nicht sehe. Aus welchen erfindlichen Gründen auch immer.
Ich hoffe, bei euch ist es heller. Auch wenn ihr es guckt. So. Huch. So, da kommt noch eine Fackel hin, da auch noch eine. Wow. Die Spinne muss hier drunter irgendwo sein. Und ich höre eine Fledermaus. Eine. Da ist schon wieder ein Tempel. Wenn ich das richtig sehe. So. La 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 la, Kohle, Kohle. Na. Ah, ja geil, Eisenerz. Eisenerz. Jawohl. Jede Menge Eisenerz. Kann ich gut gebrauchen. Dankeschön. Boah, jetzt noch eine Zombie-Falle hier. Ich wäre so am Arsch. Entschuldigung, am A-Loch. Nein, was mache ich denn? Hm. Voll Banane. Voll Banane, volles Rohr. Einfach hier Sand hinsetzen, fertig. Und Sand, oh mein Gott. Scheiß Sand. Scheiß Sand brauchen wir sowieso nicht mehr. So, wo gehe ich denn lang? Gehen wir mal hier lang. Ich werde mich so hier unterirdisch verlaufen. So abgrundtief werde ich mich verlaufen. Okay, da scheint es nicht weiter zu gehen, oder? Ne, ja toll. Kann ich die Fackel noch mitnehmen? Dann brauchen sie nicht hier dumm rumhängen. Wenn hier eh nichts ist. So. Zack, zack. Na, zack. Zack, so. Eisenerz? Nichts. Bis jetzt sehe ich nichts. Doch, da ist wieder. Sehr schön, da ist wieder Eisenerz. Sehr nice. Jede Menge sogar wieder. So, wunderbar. Die Frage ist natürlich, wo geht's da oben wieder lang? Schauen wir mal. Gucken wir mal, wo es da hingeht. Das interessiert mich sehr. Ja. Wahrscheinlich nach draußen, vermute ich mal. Das heißt, die einzige Alternative, die wir jetzt noch haben, um weiter in der Höhle voranzugehen. Und ihr ahnt es schon. Ja. Wahrscheinlich werden jetzt viele schon aufgerufen haben. Yay, yeah, geil, er muss da runter. Ich muss gar nichts, ich muss sterben. So. Ja, leider Gottes Namen, um halt weiter die Höhle zu erforschen, würde ich doch gerne da echt runter jumpen. In dem, ich wundere auch, dass uns noch kein Zombie, aber. Psst. Diesen Abhang da, den wir da gesehen haben. Da hinten war das, ne? Das heißt, wir können hier auch die Fackeln alle mitnehmen. Ist auch alles Quatsch. Hallo? Oder? Ja, hier gab es ja auch nichts mehr Besonderes. So. Ich könnte ja auch einfach hier alles zubauen. Dann weiß ich, dass ich da schon gewesen bin. Aber falls ich dann doch nochmal hier... Irgendwas höre ich. So, da war ich gewesen. Hier ist das dämliche Wasser wieder. Da ist nochmal Kohle, sehe ich gerade. Waren wir hier schon? Ich bin erleuchtet. Ist hier oben überhaupt irgendwas oder ist hier nur... So. Okay. Da fließt das Wasser irgendwie nach unten. Da... Ja, hier scheint es irgendwie weiter zu gehen. Das sieht interessant aus. Also gibt es doch noch eine andere Möglichkeit. Dann werde ich doch erstmal diesen Weg einschlagen. Bevor ich jetzt hier großartig... Ja, toll, da fällt die Kohle ins Wasser. Super. Ganz toll gemacht, Reflex. Ganz toll. Jetzt darf ich natürlich nicht zu tief graben, ey. Sonst falle ich hier schon rein. Das möchte ich nämlich noch nicht. Uah! Nein, 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 nein. Das meinte ich nämlich. Das meinte ich damit. Weil ich muss mir ja auch irgendwie erstmal einen Weg hier bauen, wie ich wieder flott nach oben komme. So.
Ich sperre einfach den Wasserhahn ab. So. Und jetzt? Ende mit Wasser. Jetzt ist Ende mit Wasser hier. So. Wollen wir eben die anderen Steine eben holen. Die Pflastersteine. Pflastersteine. So. Ende mit Wasser. Den Wasserzeiten. Na, so. Genau, können wir nämlich da runter. Können wir hier so einen Stein abbauen. Genau, zack, 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 zack. Wunderbar. Ja gut, das Wasser, das... Ja, könnte man eigentlich auch mal stoppen, weil das nervt auch ein bisschen jetzt gerade. Fällt mir gerade auf. So. Da. Sehr schön. Das klappt doch wunderbar. So. Memo wieder an mich. Da nicht abbauen. Sehr schön. Ich hoffe nicht, dass es hier irgendwann durchdringt. Voll so einen reißenden Bach, an der mich in die Tiefe stürzt. Ja, yeah. So. Ich hoffe, das lohnt sich jetzt auch hier lang zu gehen. Da ist übrigens unsere Kohle. Ich muss jetzt höllisch aufpassen, was ich jetzt tue. Ach, hier ist auch nochmal Wasser? Aha, toll. Nehme ich erstmal alles wieder mit. Zack, zack. Hier brauchen wir nicht lang. Aber vielleicht geht es hier ja irgendwo hin. Das klingt schon wieder nach Wasser. Eisenherz, ja. Ich werde mal wieder das Wasser stoppen. Ach komm, das glaube ich jetzt nicht, ne? Moment. Just a moment. So, Moment. Haben wir gleich. Kriegen wir hin. Sehr schön. Und da ist schon wieder so ein Zombie. Yeah, yeah, yeah. Wir haben Kreis springt. Juhu. So. Die hatten wir ja schon lange nicht mehr, die Zombies. Ja, dann werden wir ein bisschen Kohle ab, ein bisschen Eisenerz abbauen. Geil. Hat sich ja doch gelohnt, hier runter zu gehen. Cool. So, dahinter ist noch mehr, sehe ich gerade. Aua! Ah, wo kommst du denn her? Wo kam er denn her? Hab ich mich jetzt erschrocken, Alter. Alter Falter. Hab ich mich jetzt erschrocken, ey. Gib's doch. Oh nein, scheiße, unsere Spitzhacke ist kaputt. Nein! Und wir haben nichts anderes mit, das glaube ich ja jetzt nicht. Oh Gott. Oh. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal wieder zurück. Ja. Um uns eine Spitzhacke zu organisieren. Die Sachen nehme ich immer noch mit. So. Und dann würde ich sagen, können wir gleich... Hallo? Boah, da geht es doch viel, viel weiter noch hier in die Höhle. Ach, hier unten. Ah, hier ist das mit der Lava. Da kommt man also so da rum. Das ist schon mal gut zu wissen. Dann werde ich mir... werde ich jetzt erstmal hier aus der Höhle verschwinden. Verschwindibus. Ich habe mir gar keinen Kopf drum gemacht, wie ich wieder raufkomme, ne? Oder? Kann das sein? So. Na. Hallo? Geht's mit dem Schwert nicht? Ne. Ah, so. So geht das auch. So. Wo war denn der Ausgang? Ah, hier, glaube ich, war das, ne? Kann das, oder? Nee, Moment. Halt, stopp. Hier war der. Ah, hier. Ja. Das sieht alles so gleich aus. Das ist so. Das ist unfassbar, dass es in Minecraft so ist, dass man so sich doch so verlaufen kann. Das ist unglaublich. Das hätte ich nie gedacht, dass es in einem so simplen. In einem so simplen Videospiel man sich so verlaufen kann. Hallo? Wie habe ich denn...
Sind wir hier eigentlich? Hä? Bin ich jetzt doof? Das ist doch der Weg nach oben, oder? Ach, ich habe mir die Dings gar nicht gebaut, ne? Na super, Halleluja. So und so und so. Na. Ich weiß, ein bisschen umständlich gerade, aber ich sehe Licht. Nein. Licht. Meine Güte. Oh, das ist anstrengend. Boah. So eine Scheiße aber auch. Wisst ihr was? Ich würde einfach sagen, wir machen in einer weiteren Folge. Sehen wir, wie ich hier weitergehe. Und dann, ja, in der nächsten Folge, in der nächsten Episode, seht ihr, ja, wie ich dann zurückgehe, mir meine Materialien besorge, meine Werkzeuge. Und dann sehen wir uns dann, ja, in der nächsten Episode wieder. Macht's gut. Ciao.